Im letzten Video habe ich gezeigt, wie man mit Acrylfarben einen unscharfen Hintergrund malen kann. Das Video kannst du übrigens hier oben anschauen. Dieser unscharfe Hintergrund ist die Basis für ein neues Acrylgemälde, welches ich gemalt habe. In diesem Video möchte ich dir wieder die Möglichkeit geben, mir über die Schulter zu blicken und zuzuschauen, wie dieses Gemälde Schritt für Schritt entstanden ist. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass es sicherlich wieder ein surreales Acrylgemälde ist. Am Ende des Videos wirst du dann auch sehen, wie das Bild ausschaut. Und wenn dir dieses Video gefällt oder auch das fertige Bild, würde ich mich über einen Like oder ein Abo freuen. Schreib auch gerne in die Kommentare, was du von diesem Bild hältst. So, jetzt geht's aber los und ich zeige dir, wie dieses Gemälde entstanden ist. Und was hältst du von diesem Bild? Abgefahren, oder? Schreib mir gerne in die Kommentare deine Meinung, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dir hat das Video Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.